Sie sind zwischen 70 und 90 Jahre alt und Graffiti-Künstler. Zumindest für einen Tag. Denn mit Graffiti hatten die Bewohner des Sparkassen-Altenheims in Augsburg bisher nichts am Hut. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein, noch nie. Oh, Entschuldigung. Dann machen Sie erst. Die Rentner besprühen im Auftrag der Stadtwerke Augsburg eines ihrer Technikgebäude. Weil es bisher ständig verunstaltet wurde, haben die Stadtwerke zusammen mit dem Augsburger Künstlerverein Die Bunten e.V. ein Graffiti-Projekt gestartet. In der Hoffnung, dass in Zukunft keiner mehr drüber malt. Die Motive haben die Altenheimbewohner selbst entwickelt. Motive aus ihrer direkten Umgebung. Ich male jetzt die Bäume an und oben dort die Bügel, die mache ich braun und dann male ich die Straßenbahn unter grün und oben weiß. Und macht das Spaß? Ja, macht mir Spaß. Das sind die roten Lichter unten beim protestantischen Friedhof im Gleis, wissen Sie, die sind es. Die Senioren sind im Altenheim Mitglieder einer Malgruppe, was die Kunst angeht, also nicht unerfahren. Berührungsängste mit der Sprühdose gab es keine. Wir haben kurz so ein bisschen die Haptik. Ja. Bei Dosen gibt es verschiedene Caps, die du verwenden kannst, um Strichstärken zu erzeugen. Das haben wir erklärt und dann ging es eigentlich auch schon los. Ja, können Sie auf jeden Fall schon mal den unteren Teil. Sind Sie zufrieden? Ja, also gut. Ja, das schaut gut aus. Richtig, ja. Gar nicht so schwer. Am Ende hilft Christian Ostler noch beim letzten Feinschliff. Das Kunstwerk gefällt. Wir sind ja wirklich Künstler, gell? Ja, ich bin überrascht. Jetzt schaut es freundlicher aus. Es ist schon schöner, gell? Vielleicht werden die Augsburger Altenheimbewohner weiter engagiert. Ein paar Stromstationen wie diese gibt es in Augsburg noch.